Hallo. Ach, da steht er ja schon. Haha. Na du? Ich bin hier, Mensch. In der Rothammerhöhle. Gwyn ist endlich hier. Was machst du dort an der Tür? Groth wartet auf den Menschen. Ach so. Lass den großen Groth ja nicht warten. Bei den Totems, nein. Auf jeden Fall. Habt ihr einen Menschen gefunden, der unsere Sprache spricht? Ich habe den perfekten Schreiber für euch gefunden. Gwyn hier ist so goblinartig, wie ein Mensch es nur sein kann. Dann gebührt euch mein Dank und der des Rothammerstammes. Wenn noch etwas davon übrig ist. Ja. Oh, cooles Zeug. Oh. Oder ein geiles Schwert. Jetzt werden auch Menschen die herzerwärmenden Geschichten über die Gemetzel der Goblins lesen können. Das ist ein wahrer Klassiker in der Mache. Na und ob? Können wir mit dir nochmal... Keine Zeit! Ich muss Gwyns grüßen! Jojo. Ich bin zufrieden, Mann. Aber erst Gedanken lesen. Der Name Groth wird berühmt sein und Goblins werden als Schriftsteller respektiert werden. Auf jeden Fall. Klar, Goblins als... Oh, zwei Schlüssel. Geil. Die sind dann wahrscheinlich für die... Ein weiterer Gegenstand für mein... Buch über Drachenfertigkeiten. Ich krieg nur noch Bücher über Drachenfertigkeiten. Ich will meine nicht wieder ein normales Fertigkeitenbuch bekommen. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Mann, Mann, Mann. Und hier war auch noch was. Hübsch. Fertigkeitenbuch. Na, was sag ich? Zack. Ein Fertigkeitenpunkt. Mana Wirkung habe ich schon. Mana Entzug vielleicht? Nein, nicht. Vielleicht doch. Dämon. Oh, Dämon. Dämon auf 23. Ne, auf 24 kommt er dann. Jo. Unseren Dämon ein bisschen verstärken. Ist doch auch eine schöne Sache. Hübsch. So. Jo, dann haben wir hier, glaube ich, auch erstmal alles fertig. Also nicht nur eigentlich, wir haben da eigentlich alles fertig. So, du hast uns eigentlich auch nicht viel zu sagen. Svadelfari. Hübsch. Du Schelm, du. Ist hier, da ist noch was. Jo. Wie geht es meinem drachischen Attentäter? Es ist verbracht. Aurelius hat euer giftiges Geschenk erhalten. Sehr gut. Genau genommen war er nur ein kleines Ärgernis. Aber sein Tod wird die Präsenz der Champions hier für eine Weile schwächen. Ihr jedoch seid ein großes Problem. Ah! Ihr müsst immer noch für das Massaker bezahlen, das ihr am Rothammerstamm begangen habt. Wir können uns nicht nur gegen ihn wenden, wir müssen es sogar. Der Drache war ein nützlicher Idiot. Aber nun brauche ich ihn nicht mehr. Und das ist sein Todesurteil. 24, ach, der ist keine Herausforderung für uns. 4 und 5. Dann würde ich sagen, ach, guck mal, die kann ich auch alle töten. Süß. Aber die bewegen sich aufgrund, oh, meine Güte. Noch nicht. Aber die bewegen sich irgendwie nicht. Aber na gut, das ist mir relativ egal. Okay, Svadelfari flieht nach draußen. Denn in der Luft müssen wir ihn das dann sozusagen letztendlich wirklich bekämpfen. Aber erstmal kümmern wir uns um seine ganzen Typen hier, weil die bringen ja auch noch ein bisschen Erfahrung. Und zwar nicht gerade wenig. 932 pro Goblin. Obwohl die ja eigentlich... nix tun eigentlich. Sofern wir sie nicht angreifen. Was irgendwie ein bisschen komisch ist, aber naja. Nicht ins Inventar, sondern Waffen wegstecken. Nö. Da kann ich was. Und ein schöner Trank. Ist hier sonst noch irgendwas? Bestimmt.
Da oben ist eine Truhe. Und hier auch. Dann ist in der wertvollen Truhe wahrscheinlich das Drachenstück. Das Drachen. Oh, Svadilfaris Drachenrüstung. Der Drachenritter. Was auch immer. Und die Geschichte der Drachentöter Teil so und so viel. Nö, ich glaube, das ist hier erstmal alles. Da habe ich schon was. Okay. Dann bekommen wir fürs Fall, dann müssen wir fürs Valifari ja sogar die Kampferfahrung bekommen. Und ein Apfel. Was zur Hölle? Oh, Chimpuk ist auch gegen uns. Was ich natürlich verstehen kann, aber. Ah, haha, seine ganzen Waren, zumindest die wertvollen, gehören jetzt uns. Für meine Sammlung. Sehr, sehr geil, das ist cool. Das ist dann sozusagen ein kleines. Groth hingegen ist nicht gegen uns. Der ist ganz lieb immer noch. Wir können ihn jederzeit besuchen. Ist hier was? Ne. Also, der Kampf, wenn wir uns gegen Svadilfari wenden. Oder? Ach, ist egal. Ich glaube, es ist egal, welche Seite. Weil wir müssen ja so und so oder so gegen Svadilfari kämpfen. Also würden wir so oder so diese ganzen Reichtümer hier bekommen. Hallo. Buh. Hui! Fliegende Goblins, ey, das ist so eine Sache. Yeah, Batman! Na, komm mal her, du. Nein, du kriegst mich nicht. Und er ist jetzt 2 Stufen höher, als das gerade war. Cool. Ey, renn nicht vor deinem Schicksal davon. Aber auch hier ist er keine Herausforderung für uns. Svadilfari ist Geschichte und ich gratuliere euch. Die Fjorde sind sicher, aber nun rettet den Rest von Rivellon und betretet die Halle der Seelen. Kann ich noch nicht, denn uns fehlen nach wie vor, warte gleich. Was habe ich eigentlich? Kristall, Ketten, Ketten, Ketten und Svadilfari. Oh. Oh. Sieht natürlich cooler aus dann, ne? Ich glaube, ich behalte das so und die den Knochendrachenpanzer, den behalte ich da. Das Zeug kann ich eigentlich wegtun. Was? Warum? Oh Gott. Dieser Bug, wenn man irgendwas auszieht, dann die Klauen, die sind dann auch automatisch ausgezogen. Ist irgendwie komisch. Ja, nee, wenn man was im Inventar bewegt, sind die Klauen ausgezogen. Ganz komische Sache. Aber egal, so, jetzt sehen wir doch richtig, richtig cool aus, würde ich sagen. So. Und ich glaube, hier drin ist auch noch was. In diesem Wrack. Oder bilde ich mir das nur ein? Nö, ich glaube, hier ist nichts mehr drin. Dann halt nicht, aber da ist was. Ganz bestimmt ist da irgendwas. Außer Enten. Auf die ich draufspringen kann, aber die trotzdem. Da ist ein Schiff hinten. Und einfach aus Faulheit verwandle ich mich in einen Drachen, um da hinzufliegen. Hinzugehen. Hallo? Ist hier vielleicht was drin, ne? Hier irgendwo irgendwas? Schade. Einfach so ein leeres Schiffwrack hier ist ja auch keine schöne Sache. Was haben wir noch für Quests im Tagebuch? Bla 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 bla. Meister Petzold im Championhafen. Darum bitte einen Zeppelin zu schicken. Habe ich doch schon. Ach nee, dafür brauchen wir wahrscheinlich erst. Okay, dann. Ja, wir haben noch Platz im Inventar. Dann würde ich sagen, klappern wir noch den Rest der Hänge hier ab und nach. Auf der Suche nach Zeppelin-Teilen. Ich weiß, ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, alle Zeppelin-Teile zu finden. Also sozusagen die Quest, wo wir die machen müssen, komplett zu schaffen. Ich glaube noch nicht, ich glaube, dass ich das noch niemals geschafft habe, alle Zeppelin-Teile zu finden. Ist hier unten was? Ist auch wieder so ein Schiffer. Ist dasselbe.
Vom selben Typ her. Hier sind ganz viele. Können wir von außen da reingucken, ob hier vielleicht was ist? Ich habe keine Lust, mich jedes Mal zu verwandeln. Das ist eine mordsmäßige Arbeit. Also so augenscheinlich ist hier nirgendwo irgendwas drin. Aber hier ist ein Nest. Da ist aber nichts drin. Hier sind ganz viele Nester. Hier ist nichts drin, oder? Ne, da ist nichts drin. Hier auch nicht. Hier ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da, oh, genau. Da gehe ich gleich rein. Nix. Nix. Hier, hier sind sogar noch zwei. Nee, nur eine Höhe. Da ist was. Ha. Aber hier ist auch so ein schwarzer Fleck. Könnte das eventuell sein, dass bei den anderen Wunschen so ein schwarzer Fleck ist, auch was drin ist, wo da aber bloß irgendwie das Modell des Objekts nicht angezeigt wird? Könnte das sein? Hier zum Beispiel? Ne, nicht? Okay. Dann halt nicht. Was? Was tust du? Nein! Du Trottel! Meine Güte, Junge. Nix. Nix. Hier sind zwei Leichen. Oh, okay. Geile Sache. Da ein ist ja was. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Hätte ich fast gar nicht gesehen. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts. Da ist nichts. Boah, so viele, ey. Ist hier vielleicht irgendwo was? Weil hier die Plattform hier so groß. Ne? Dieser Fall scheint hier nicht einzutreten. Nix. Da oben was. Wahrscheinlich überprüfe ich hier die meisten doppelt und dreifach, aber egal. Höhle. Wahrscheinlich hat das was mit den Grabräubern zu tun. Diese ist nämlich verschlossen. Ah, das ist gar keine Höhle, sondern einfach nur... Fahrhangpflanze. Ich glaube, ich habe hier so erstmal alle überprüft, alle Nester. Ja, ich glaube, hier sind keine mehr. Wenn doch, dann habe ich es halt übersehen. Meine Güte, dann kann ich es auch nicht ändern. Da ist eine Truhe, ja. Widme ich mich gleich. Ist hier was drin? Nö, das würde ich bestimmt sehen. Da ist auch nichts drin. Ah, guck mal, ist da was drin? Nee. Hier oben drauf vielleicht irgendwas? Nee. Okay, dann widme ich mich jetzt dieser Truhe. Bei dieser Truhe handelt es sich nichts anderes als um den verlorenen Schatz der Grammarie-Familie. Wisst ihr, die drei Grammarie-Familienmitglieder, die wir im Laufe des Spiels gefunden haben. Und von denen wir per Gedankenlesen immer jeweils einen Hinweis zu ihrer Truhe erhalten haben und zu ihrem Schatz, zum Familienschatz der Grammaries. Und eben dieser Schatz befindet sich jetzt vor uns. Und, oh ja, den werden wir in der nächsten Folge öffnen.